Du möchtest wissen, was das Reverse-Charge-Verfahren ist oder hast einen Kunden im Ausland und musst jetzt eine Rechnung für ihn schreiben und bist dir nicht ganz sicher, wie das funktioniert? Das zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und das Reverse-Charge-Verfahren ist ein relativ interessantes Konstrukt. Um das Ganze mal zu erklären, hole ich ein bisschen weiter aus. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn du eine Rechnung schreibst, du Umsatzsteuer auf diese Rechnung schreibst. Das heißt, du hast einen Kunden beispielsweise und dem rechnest du 1000 Euro ab. Und dann rechnest du auf deine 1000 Euro ja nochmal 19% Umsatzsteuer und stellst dann eine Rechnung über 1190 Euro. Natürlich, wenn du andere Steuersätze hast, dann andere Steuersätze, aber das ist der Standardfall. Und dann kriegst du 1190 Euro von deinem Kunden überwiesen und du führst diese 190 Euro im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung ans Finanzamt ab. Das heißt, dir bleiben 1000 Euro und du hast quasi für das Finanzamt diese umsatzsteuerliche Abwicklung gemacht und quasi das Geld, was am Ende eigentlich der Kunde gezahlt hast, hast du dann ans Finanzamt überwiesen. Das heißt, du warst, um es mal ganz böse zu sagen, so der Handlanger vom Finanzamt und hast für das Finanzamt diese umsatzsteuerliche Abwicklung gemacht. Es gibt aber einige Konstellationen, in denen ist das anders. Vor allem dann, wenn dein Kunde ein Unternehmen ist im EU-Ausland. Dann dreht sich das Ganze nämlich. Dann schreibst du auch eine Rechnung, weist aber keine Umsatzsteuer aus, weil der Leistungsempfänger die Steuerschuldnerschaft schuldet. Denn Reverse Charge heißt Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Das heißt, der Steuerschuldner ist plötzlich der Leistungsempfänger. Das heißt, du schreibst eine Rechnung, auch über 1000 Euro, und dein Kunde hat 19% davon und muss diese 19% selbst ans Finanzamt abführen. Das heißt, der Kunde überweist dann selbst einmal 190 Euro ans Finanzamt. Wenn er vorsteuerabzugsberechtigt ist, kann er in dem gleichen Zeitpunkt diese 190 Euro auch wieder zurückholen. Das heißt, es muss gar kein Geld überwiesen werden. Aber diese ganze umsatzsteuerliche Abwicklung liegt quasi bei dem Kunden und nicht bei dir als Leistungserbringer. Mir hilft bei solchen Regelungen immer zu verstehen, warum das Ganze eigentlich so ist. Also auf den ersten Blick ist das Reverse-Charge-Verfahren ja irgendwie eigenartig. Warum sollte man das so machen? Warum soll plötzlich der Leistungsempfänger sich um die Umsatzsteuer kümmern? Ergibt irgendwie auf den ersten Blick keinen Sinn. Wenn man sich aber mal genau anschaut, warum das so ist, ist es relativ logisch und man kann es sich in gewisser Weise auch schon fast selbst herleiten. Bleiben wir mal einfach bei meinem Beispiel. Wir reden über eine Rechnung über 1000 Euro. Ich habe also einen Unternehmenskunden in Österreich und ich berate diesen Unternehmenskunden und nehme dafür 1000 Euro. Das heißt, ich habe jetzt eine Leistung erbracht über 1000 Euro. Normalerweise würde ich jetzt eine Rechnung schreiben über 1000 Euro plus 190 Euro Steuern. Das heißt, 1190 Euro wird das an meinen Kunden schicken und mein Kunde könnte sich dann diese 190 Euro vom Finanzamt erstatten lassen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Das wäre für meinen Kunden überhaupt gar kein Problem. Für mich auch gar kein Problem. Es wäre eigentlich Business as usual, so wie man es immer macht. Es gibt aber eine Partei bzw. zwei Parteien, denen das nicht ganz egal ist. Denn was passiert eigentlich bei dieser ganzen umsatzsteuerlichen Abwicklung? Ich bekomme 1190 Euro von meinem Kunden und überweise 190 Euro davon ja an das deutsche Finanzamt. Das heißt, in diesem Fall führe ich ja die Steuer ab an das Finanzamt. Mein österreichischer Kunde hat einen Vorsteuerabzug, das heißt, kann sich diese 190 Euro ja im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung von seinem Finanzamt wiederholen. Das heißt, der österreichische Staat, das österreichische Finanzamt, überweist meinem Kunden 190 Euro. Und das wäre zwar für uns beide fein, wer aber ein großes Problem damit hat, ist der österreichische Staat in diesem Fall. Weil der österreichische Staat zahlt 190 Euro, die ganz am Ende beim deutschen Finanzamt landen. Das heißt, durch die grenzüberschreitende Leistung ist das so, dass Geld aus dem einen Staatstopf in dem anderen Staatstopf landet. Und das wollen die Staaten natürlich nicht. Die wollen doch eine saubere Abrechnung haben und wir wollen nicht, dass die Umsatzsteuer plötzlich grenzüberschreitend von dem einen Staat zum anderen Staat läuft. Man könnte auch eine andere Lösung finden. Man könnte jetzt beispielsweise sagen, naja, ich habe ja deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen und das die Rechnung beim Kunden geschickt, dann soll mein Kunde sich halt an den deutschen Staat wenden, also ans deutsche Finanzamt wenden, um diese Steuern wiederzubekommen. Könnte man so machen. Das heißt, dann führe ich 190 Euro an das deutsche Finanzamt ab und mein Kunde müsste zum deutschen Finanzamt gehen und die 190 Euro wiederholen. Das ist zugegebenermaßen im Alltag sehr, sehr, sehr aufwendig. Das heißt, in diesem Fall hätte mein Kunde ein Problem, weil dann müsste er sich in jedem Land, in dem er irgendwie Dienstleister hat oder Berater hat, was ja gerade in den letzten Jahren immer mehr werden durch die Internationalisierung, müsste sich in jedem Land eine Umsatzsteuervoranmeldung machen und sich irgendwie steuerlich registrieren, um quasi die Vorsteuer aus diesen Ländern wiederzuholen.
wäre also auch unverhältnismäßig viel Arbeit. Das heißt, wir haben in der Theorie zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, mag der österreichische Staat nicht. Zweite Möglichkeit, würde mein Kunde nicht mögen. Die dritte Möglichkeit ist das Reverse-Charge-Verfahren. Wir sagen einfach, bei all diesen Rechnungen, die grenzüberschreitend sind für ein Unternehmen in einem anderen EU-Land, schreiben wir einfach nur Nettorechnungen und lassen einfach die Umsatzsteuer unter den Tisch fallen und der Leistungsempfänger kümmert sich darum. Dadurch ist es relativ einfach. Jeder hat mit seinem Standardfinanzamt zu tun und unterm Strich habe ich 1000 Euro in meiner Kasse. Mein Kunde kann diese 190 Euro oder anderen Steuersatz in Österreich mit seinem Finanzamt abklären. Damit habe ich gar nichts mehr zu tun. Und das ganze Problem haben wir gelöst, wenn wir quasi die Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger übertragen haben. Also nochmal zusammenfassend. Wann greift das Ganze und warum ist das eigentlich da? Das Reverse Charge Verfahren greift immer dann, wenn wir zwei Unternehmen haben, die miteinander Geschäfte machen, die in zwei unterschiedlichen EU-Staaten sitzen. Immer dann solltest du dir Gedanken machen, ob vielleicht Reverse Charge greift. Und warum das Ganze? Naja, um die ganzen umsatzsteuerlichen Prozesse zu erleichtern und Bürokratie abzubauen. So hat jedes Unternehmen nur noch mit seinem Finanzamt zu tun und muss nicht über Ländergrenzen hinweg irgendwas verrechnen. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja na und, wo ist der Bezug zu meinem Alltag? Also wann brauche ich den Reverse Charge Umsatz und wann verändert das etwas? Es bezieht sich vor allen Dingen auf deine Rechnungsstellung. Das heißt, immer wenn du eine Rechnung an ein Unternehmen im EU-Ausland schreibst, das heißt, wenn dein Kunde ein Unternehmen im EU-Ausland ist, dann musst du für deine Rechnungsstellung so ein paar Dinge beachten. Und das sind so vier Dinge, die du ja besonders beachten solltest. Das erste ist, dass du eine Nettorechnung schreiben sollst. Das habe ich schon erzählt. Das heißt, du weist keine Umsatzsteuer aus, sondern du hast nur einen Betrag auf deiner Rechnung. Der zweite Punkt ist, dass du deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben sollst. Das empfehle ich dir sowieso, auch bei deinen ganz normalen Rechnungen. Das heißt, wenn du eine Rechnung innerdeutsch verschickst, dann sollst du auch deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf der Rechnung angeben. Wenn du keine solche Nummer hast, schau dir mal dieses Video an. Da habe ich dir gezeigt, wie du eine solche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen kannst. Und dann drittens, es wird relativ häufig vergessen, du musst auf deinen Rechnungen auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von deinem Kunden angeben. Das heißt, das solltest du vorher in Erfahrung bringen. Bevor du eine Rechnung schreibst, frag bei deinem Kunden einmal an, wie seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist. Ganz, ganz wichtig, wenn du das nicht machst, darfst du auch keine Nettorechnung schreiben. Und viertens solltest du irgendeinen Hinweis auf deine Rechnung angeben, aufnehmen, dass es sich um einen Reverse Charge Umsatz handelt. Das wichtigste Wort, was du unbedingt verwenden solltest, ist Reverse Charge. Ein so ein Mustersatz, den du einfach Copy und Paste übernehmen kannst, habe ich dir übrigens unten in der Videobeschreibung einmal hingeschrieben. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Du als Rechnungssteller haftest für die Umsatzsteuer und haftest dafür, ob die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die du auf deiner Rechnung geschrieben hast, richtig ist. Das heißt auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer von deinem Kunden. Das heißt, du hast die Verpflichtung zu überprüfen, ob die Nummer, die du von deinem Kunden bekommen hast, auch richtig ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer immer im Impressum aufgeführt werden muss. Und dann gibt es auf der Seite des Bundeszentralamts für Steuern eine Funktion, wo du quasi die Nummer überprüfen kannst, ob diese Nummer wirklich auch zu dem Unternehmen gehört. Und ich kann nur dringend an dich appellieren, dass du das auch wirklich tust. Denn wenn sich später herausstellt, dass diese Umsatzsteueridentifikationsnummer falsch ist und vielleicht diese umsatzsteuerrechtliche Abwicklung im Ausland gar nicht stattgefunden hast, dann haftest du für die Umsatzsteuer. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du eine Nettorechnung gestellt hast, gar keine Umsatzsteuer von deinem Kunden bekommen hast, aber trotzdem welche abführen musst, wenn diese Steuernummer falsch ist. Abschließend zu diesem Video möchte ich noch einmal auf den umgekehrten Fall eingehen. Das heißt, du bist nicht derjenige, der die Rechnung schreibt, sondern derjenige, der Kunde ist und die Rechnung bekommt. Auch da solltest du natürlich darauf achten, dass beide Umsatzsteuer-Identifikationsnummern angegeben sind, dass keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist und dass der Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren aufgenommen ist. Und dann muss natürlich entsprechend verbucht werden, damit das auch in deiner Umsatzsteuervoranmeldung richtig angemeldet wird, weil dann musst du auf diesen Umsatz ja die Umsatzsteuer zahlen und kannst sie auch dir gleichzeitig wiederholen. Zumindest wenn du Vorsteuerabzug berechtigt bist. Zu diesem ganzen Thema habe ich auch schon mal ein Video gedreht, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. An dieser Stelle nur, wenn du selbst deine Buchhaltung machst, dann gibt es meistens da den Umsatzsteuersatz Reverse Charge. Das ist dann der, den du in solchen Fällen verwendest. Wenn du unser Mandant bist, musst du gar nichts machen. Wir kümmern uns natürlich darum, dass das richtig ans Finanzamt gemeldet wird. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und hat dir so ein bisschen so einen Einblick gegeben, was dieses Reverse Charge Verfahren ist, warum das existiert und was du jetzt bei deiner Rechnungsstellung beachten solltest. Wenn du dir jetzt denkst, ja, alles schön und gut, aber ehrlicherweise will ich damit im Alltag gar nichts zu tun haben, dann muss ich sagen, dann solltest du dir mal unser Angebot anschauen. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und hier verlinke ich dir einfach mal alle Informationen zu unserem Angebot. Schau dir aber auch gerne mal unsere Online-Community an, da findest du alle Informationen in diesem Video.
Das ist eine spezielle Community für alle Finanz-, Buchhaltungs- und Steuerthemen. Oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier.